Nach der Abfahrt von den Falklandinseln steuern wir nun ein ganz besonderes Ziel an, nämlich den südlichsten Punkt Südamerikas. Dieser befindet sich auf einer zu Chile gehörigen Insel, der Isla Hornos, die wir mit Blick auf das berühmte Kap Horn einmal komplett umrunden. Danach geht es zurück in Richtung Norden zu dem als Schifffahrtsweg zum Pazifik ebenso bedeutsamen Beagle-Kanal, der gleichzeitig die Grenze zwischen Chile und Argentinien darstellt. Schließlich ankern wir in Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt. Während der Abfahrt von den Falklandinseln am Abend genießen wir noch den Blick auf die unberührte Natur, die ein offensichtliches Paradies für die Vogelwelt darstellt. Am folgenden Tag erwarten uns auf dem Weg in den entlegenen Süden zunächst sehr freundliche und ruhige Wetterbedingungen. Am Nachmittag nähern wir uns schließlich dem aus 4 unbewohnten Inseln und vielen kleineren Felsen bestehenden Wollaston-Archipel, welches die Südspitze des amerikanischen Kontinents bildet. Mit der Annäherung an die Übergangszone zwischen Atlantik und Pazifik nehmen Wind und Wellengang kontinuierlich zu. Nun haben wir mit der Isla Hornos die südlichste Insel des Archipels erreicht und umrunden diese zunächst von Norden her entgegen des Uhrzeigersinns. Von Westen her nähern wir uns nun der Südspitze, dem eigentlichen Kap Horn, wo die Fluten von Atlantik und Pazifik direkt aufeinandertreffen. Die Umrundung des Kaps gehörte zu den gefürchtetsten Schiffspassagen und wurde mehr als 800 Schiffen und über 10.000 Menschen zum Verhängnis. Nun haben wir wieder die Ostseite der Insel erreicht und werfen nochmals einen Blick auf den südlichsten Leuchtturm der Welt. Nach der kompletten Umrundung der Isla Hornos geht es weiter in Richtung Norden, durch das als Nationalpark geschützte Archipel. Die Einfahrt in den Beagle-Kanal, an dessen Nordrand wir am nächsten Tag anlegen werden, erfolgt nach Sonnenuntergang. Mit Spannung und Vorfreude erwarten wir am nächsten Morgen die Ankunft in Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt am Beagle-Kanal. Beim ersten Blick vom Schiff werden wir nicht nur von einer Traumkulisse, sondern auch von einem Traumwetter begrüßt, was hier keineswegs selbstverständlich ist. Ushuaia ist nicht nur Ausgangspunkt für Expeditionen in die Antarktis, sondern auch für Ausflüge in die fantastische Umgebung der großen Feuerlandinsel, wodurch hochintensive Naturerlebnisse garantiert sind. Wir planen daher, uns mit einem Mietwagen auf den Weg zu machen, um die eindrucksvolle Welt der Berge und Seen nördlich des Beagle-Kanals näher kennenzulernen. Der Garibaldi-Pass mit Blick auf den Lago Escondido und den Lago Fagnano ist Zwischenziel und gleichzeitig Wendepunkt. Danach geht es wieder zurück über den letzten Teilabschnitt der Panamericana-Straße und nach dem Passieren von Ushuaia erreichen wir das Straßenende in dem an der Grenze zu Chile gelegenen Feuerland-Nationalpark. Vor der Anmietung unseres Fahrzeuges unternehmen wir noch einen kurzen Bummel durch die von farbenfrohen Häusern gesäumten Straßen der knapp 70.000 Einwohner zählenden Stadt im äußersten Süden Argentiniens. Danach verlassen wir rasch über eine Anhöhe das Stadtgebiet und wir nähern uns einer fantastischen Bergwelt, die uns immer wieder erstaunt innehalten lässt und uns zu einer Vielzahl von Stopps und kleinen Spaziergängen inspiriert. Thank you.
Wir nähern uns nun der Anhöhe des Garibaldi-Passes, wo ein kleiner Parkplatz gleichzeitig Stopp und Wendepunkt unserer Tour darstellt. Von einer aufwendig erstellten Aussichtsplattform bietet sich hier ein schöner Blick auf den Lago Escondido und den großen Lago Fagnano im Hintergrund. Unser umfangreiches Tagesprogramm erlaubt eine Weiterfahrt ins Tal von hier aus jedoch nicht. Stattdessen geht es wieder zurück auf der berühmten Straße Nummer 3, der Panamericana, die von Alaska aus über eine Länge von fast 18.000 Kilometern bis zu dem von uns anvisierten Straßenende im Feuerland Nationalpark führt. Die Stadt Ushuaia passieren wir nunmehr auf einer kleinen Anhöhe, von der sich bereits ein Blick auf die Bergwelt des Feuerland-Nationalparks eröffnet. Die Anfahrt dorthin erfolgt westlich des Stadtgebiets auf einer gut gewalzten Schotterpiste. Auch hier bieten sich immer wieder kurze Fotostops an. Wenige Kilometer vor dem Ende der Straße eröffnet sich mit einer kleinen Wanderung entlang des Rio La Pataya bis zum Lago Roca die Möglichkeit, den Zauber von Natur und Landschaft im Feuerland-Nationalpark intensiv in uns aufzunehmen. Wir haben nun den Lago Roca erreicht, dessen westliches Ende bereits zu Chile gehört, und wir lassen uns sogleich von der nahezu meditativen Stimmung vereinnahmen. Nun geht es wieder zurück zu dem kleinen Besucherzentrum am Parkplatz und wir haben noch einige wenige Kilometer vor uns, um zum Ende der berühmten Panamericana-Straße zu gelangen. Nachdem wir das interessante Hinweisschild eingehend studiert haben, schweift unser Blick über die La Pataya-Bucht, die sich nach Osten hin zum Beagle-Kanal öffnet. Nicht ohne Grund wird dieser Ort auch als Fin del Mundo, das Ende der Welt, bezeichnet. Mit der anschließenden Rückkehr nach Ushuaia neigt sich ein wundervoller Tag im äußersten Süden Argentiniens seinem Ende zu.